Guten Morgen, heute ist es weiß. Erledigt und meditieren erledigt und mir geht's richtig, richtig gut. Ich starte jetzt ganz entspannt in den Tag und dusche erstmal, das ist irgendwie nötig und danach, ja, glaube ich, gucke ich mir mal die Welt da draußen ein bisschen an, dieses Verschneite, das finde ich ganz schön. In mir löst es ja immer etwas aus, also Winter oder Schnee gehört für mich ja immer, also am liebsten erlebe ich Schnee, wenn Wochenende ist oder Feiertag oder ich bin im Urlaub, so wie jetzt. Oder ja, wenn ich so eine gewisse verträumend romantisch winterliche Stimmung brauche, so wintermärchenmäßig, dann ist das gar nicht verkehrt. Abgesehen davon habe ich ja auch noch ein Buch, das ist ein Weihnachtsbuch, also da passt Schnee irgendwie auch ganz gut, auch wenn Weihnachten schon vorbei ist, trotzdem, es kommt ja immer wieder und ich bin gespannt, ob ich die Geschichte dann heute beende und es wäre irgendwie sehr schön und sehr passend bei dem Wetter, deswegen starten wir in den Tag. Kennst du das Gefühl, wenn du auf jemanden triffst und du merkst, dieser jemand schafft es, dich zu berühren? Das kann in einem Film sein, das kann in einem Buch sein, das kann ein Mensch in der Realität sein. Und in meinem Fall war das gerade eben ein Mensch am Telefon. Und zwar habe ich über eine Bekannte Telefonnummer bekommen und sie hat gemeint, sie kennt jemanden und der wiederum arbeitet in einer Klinik und hat Kontakte, wo ich mich bewerben könnte als Ergotherapeutin. Das Ganze hat schon Anfang Dezember oder Mitte Dezember stattgefunden. Das heißt, also ich habe diese E-Mail schon einen Monat bei mir liegen und habe mich nicht gemeldet. Und hatte deswegen so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und habe das immer wieder vor mir hergeschoben, dass ich dort auch anrufen möchte. Einfach um nur Bescheid zu sagen, von wegen, ich habe die Nummer gekriegt, alles gut. Ich würde mich dann melden, wenn es für mich zeitlich passt oder wie auch immer. Oder um einen Termin mal auszumachen. Egal was, auf jeden Fall wollte ich mich schon längst melden. Und irgendwie war genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich habe diese E-Mail gesehen und habe sie aufgemacht und habe die Nummer angeschaut und habe gewusst, ich rufe jetzt an. Und das habe ich getan. Ich habe angerufen mit der Erwartung, dass ich vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Minuten telefonieren würde, aber eigentlich eher kürzer. So nach dem Motto, hallo übrigens, ich bin die und die, ich habe die Nummer per E-Mail gekriegt von der und der Person und ich wollte mich einfach nur mal melden, damit klar ist, dass diese E-Mail und diese Nummer nicht einfach verschütt gegangen ist und dass ich nicht einfach
so merkwürdig bin und mich nicht melde, sondern dass ich einfach nur einfach ja, mal eben Bescheid sage, dass sich das jetzt gerade eben für mich nicht unbedingt ergibt, dass ich mich wirklich auf diese Stelle bewerbe oder auf eine mögliche Stelle bewerbe, sondern dass ich einfach nur Bescheid gebe und das so handhaben würde, dass ich mich einfach melde, sobald sich das bei mir in der Hinsicht ändert oder regelt, dass ich weiß, wo es hingeht und ob ich mich vielleicht eben auch dort bewerben möchte. Und diese Erwartung war für mich recht automatisch, recht normal, recht ja, unüberlegt da, ohne dass ich großartig mir jetzt Gedanken darüber gemacht habe, warum ich diese Erwartung habe. Und was ich gekriegt habe, war etwas ganz anderes. Ein berührendes Gespräch mit jemandem, der mich nicht kennt. Und der aufgrund meiner Worte, meiner Wortwahl, meiner Sprache, meiner Stimme, warum auch immer, vielleicht auch einfach, weil es so sein sollte, genau das gesagt hat, was ich gebraucht habe. Und ich habe nochmal so richtig diesen Satz verinnerlicht, währenddessen schon direkt ist mir bewusst geworden, der Satz, wenn man selber spricht, lernt man nichts. Aber wenn man zuhört, kann man so viel noch lernen, was man selber nicht wusste. Denn alles, was man selber sagt, das weiß man ja bereits. Und ich habe mir dann immer gedacht, ja, aber natürlich, es macht trotzdem auch Sinn, selbst zu sprechen. Zum Beispiel für einen Patienten, der redet sich was von der Seele, der lässt was los, während er das sagt. Der kann manche Dinge vielleicht verarbeiten, während er etwas sagt. Und gerade eben beim Zuhören ist mir klar geworden, wie sehr dieser Satz in dem Moment auf mich zugetroffen hat. Wie sehr ich in dem Sinne etwas Neues gelernt habe und eigentlich etwas über mich gelernt habe, ohne dass derjenige mich besonders gut kennt. Und ja, es hat mich einfach total berührt. Denn selten hat mich bisher jemand mit Worten so berühren können, der mich vorher nicht kannte, der mich nie gesehen hat, der nichts über mein Leben weiß. Außer, dass ich Therapeutin bin und dass ich mich bewerben wollte. Und dass ich eigentlich in dem Maße gerade eben nicht getan habe. Also eigentlich eine Absage, etwas, was derjenige negativ auffassen könnte. Und er hat mir so viel Positives gegeben. So viel. Vielleicht, weil er selber so manche Dinge durchgemacht hat und wie er erzählt hat, viel Berufe hat. Und gerade davor steht, dass er im Sommer oder im Frühling aufbricht und nach Peru einen Riesensprung wagt und das recht schnell am Anfang des Gesprächs mit den Worten einen großen Sprung ins Ungewisse und nach dem Motto, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dieses Motto, wenn nicht jetzt, wann dann, das kam so oft. Das kam so oft in den letzten Monaten, so oft. Das kam ja, nach meiner Trennung kam das so oft, weil ich für mich gedacht habe, ich könnte doch mit nach Namibia fliegen. Und auch unter dem Motto, wenn nicht jetzt, wann dann und warum nicht? Also wieso denn nicht einfach jetzt fliegen? Und auch wenn das jetzt natürlich nicht geklappt hat, ist es trotzdem noch, dass dieses Motto bleibt und dass es ganz viel mit mir macht. Wenn ich sehe und wenn ich merke, dass das Leben, das steht vor mir und es wartet darauf, dass ich etwas tue. Und das wartet nicht, um mit irgendwas Bösem um die Ecke zu kommen, sondern es wartet einfach darauf, mir ein schönes Leben zu machen und ja, mit mir eine schöne Zeit zu verbringen. Und das ist so, ja, er hat noch so viel mehr gesagt. Ich kann das gar nicht alles wiedergeben. Und so viele tolle Metaphern gefunden dafür. Und auch Ratschläge gegeben, die mir wahrscheinlich durchaus bewusst sind, aber die ich nochmal verinnerlicht habe jetzt und nutzen werde, um das Beste draus zu machen. Und ja, ich hatte den Eindruck, er trifft mich genau in der Seele und genau dort, wo es hingehört und hin soll und gleichzeitig natürlich auch ein Stück weit unangenehm ist, aber es war genau richtig. Es war haargenau richtig. Der Moment des Anrufens war jetzt genau richtig und es war genau richtig, was derjenige gesagt hat. Und ich bin ihm unglaublich dankbar, habe mich auch bedankt und habe ihm auch sehr viel
Glück und Spaß gewünscht in Peru und finde es spannend, wenn das jemand durchzieht und macht. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, sowas verändert mich schon und sowas berührt mich so sehr, dass ich den Eindruck habe, es hilft und es verändert etwas. Und ich habe die Chance, mein Leben zu leben und das sind Gefühle und Möglichkeiten, das sind Chancen, die habe ich jahrelang nicht gesehen und die sind jetzt da und die warten nur darauf, dass ich was mache und dass ich loslege und so nach dem Motto, dass ich losspringe oder loslaufe und das ist so schön, weil genau das möchte ich. Ich möchte loslaufen und ich möchte mein Leben leben und ich möchte Dinge ausprobieren und ja, herausfinden, wer ich bin und was ich will und das war genau richtig. Das war jetzt genau richtig an dieser Stelle. Genau dieses Telefonat und genau dieser Mensch und dafür bin ich dankbar. Dem Schicksal, dem Leben, wem auch immer, ich bin dankbar dafür, dass ich diese Menschen kennenlernen darf und ja, auch ein Stück weit mit der Gewissheit, dass ich gesagt habe und er der gleichen Meinung ist und ich das wusste, bevor er es gesagt hat. Ich habe gesagt, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal. Irgendwann, irgendwo und ja, das wäre schön. Das wäre tatsächlich schön. Es ist einer von diesen Menschen, die mich inspirieren und die mich weiterbringen und das hat er jetzt geschafft, allein mit 17, 18 Minuten Telefonat und das war so tiefgründig und so tiefgehend, das schafft manch einer nicht in einem Leben lang jeden Tag ein Gespräch führen, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Unfassbar wahnsinnig. Ja, ich beruhige mich jetzt mal langsam ein bisschen und dann gucke ich mal, ob ich rausgehe. Es sieht gerade nach Schneeregen aus, das heißt ein bisschen zu nass vielleicht für mich. Mal gucken. Ansonsten stürze ich mich trotzdem nach draußen, denn frische Luft und Bewegung tut auf jeden Fall gut für die Gedanken. Und dann sehen wir mal weiter, was der Tag heute noch so bringt und das Leben, das da draußen wartet. Impetus ist ein lateinisches Wort und laut Wörterbuch bedeutet es die Energie und der Wille, die man braucht, um mit einer Aufgabe zu beginnen. Das Buch ist leer gelesen und ich bin unglaublich glücklich, denn diese Geschichte ist einfach wundervoll. Ich kann sie euch nur allen ans Herz legen und sie spätestens in diesem Jahr vor Weihnachten, an Weihnachten zu entdecken. Wie ich gestern Abend festgestellt habe, hat mich, ohne das Video bereits veröffentlicht zu haben, hat mich Matt Haig erhört und ich habe auf Audible gesehen, dass es bereits jetzt ein Hörbuch gibt zu einem dritten Buch auf Englisch und ich werde mich natürlich demnächst dann auf den Weg machen und in den Buchhandlungen suchen, ob ich dieses Buch schon erwerben kann. Denn ich möchte es natürlich ebenfalls in der gebundenen, wunderschönen Ausgabe wie die ersten beiden Bücher und freue mich jetzt schon darauf, dass es weitergeht nächstes Weihnachten und ja, bis dahin werde ich die deutschen Hörbücher entdecken, denn die sind gesprochen gelesen von Rufus Beck und die beiden werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anhören, um die Geschichte nochmal auf Deutsch auch zu erfahren. Ich befürchte zwar, dass so manch ein Witz und Wortwitz verloren geht bei der deutschen Version, dennoch bin ich gespannt, wie es ja für mich wird, die Geschichte auch nochmal auf Deutsch zu erleben und zu hören. Musik.